Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist more roundabout 10 Uhr. Der Presse- und Ausstellertag ist eigentlich schon am Laufen, alles verteilt sich. Und ich arbeite die Messe von vorn nach hinten nach Highlights durch. Und wo landet man? Ihr kennt es aus dem Vorspann, bei Genesis Import. Ich lande hier mit meinem Stereon, ich hatte mir gerade einen Platten gefahren. Und während ich mir ein Ersatzfahrzeug versuche zu ermöglichen, hat der Sascha schon meinen Reifen geflickt. Und Pannendienst ist man auch öfter mal für die Kunden, das ist eine gute Überleitung. Aber ihr seid bekannt seit wie lange? Genesis wurde in 2012 gegründet. Wir feiern dieses Jahr 10 Jahre Genesis Import. Happy Birthday. Wir machen eine große Party hier at Bad Kissingen im September. Sehr gut. Am 17. 18. September. Ja. Wir laden alle unsere Kunden ein. Wir machen eine große Camping-Area hier. Schön. Party, Musik. So wie wir auch. Und so wie Genesis hier, genau. Bekannte Oktoberfest. Das ist so. Ist auch bekannt, die Geschichte. Aber jetzt Jubiläum, Respekt. Genau. Würdest du dich den neuen Zuschauern noch mal vorstellen? Ich kenne dich, wir kennen uns. Aber was ist deine Funktion? Warum machst du das Ganze? Kurze Einleitung. Okay, so ich bin der Dror, ich bin der Chef von Genesis Import. Yeah. Die Geschichte unserer Firma kann man auf unserer Website sehen, aber die echte Geschichte ist, ich bin seit 12 Jahren in Deutschland gewesen und wenn ich Job gesucht habe, konnte ich leider nicht finden. Ja. Erst habe ich die Sprache gelernt. Super. Und dann dachte ich, was mache ich? Ich sage, okay, beim Offroad, das war meine Leidenschaft. Und habe gesagt, ich mache Offroad, ich kann die Deutschen nicht beibringen, Ingenieur zu werden oder Ärzte zu werden. Die machen das Beste der Welt, aber Offroad kann ich. Jeder soll das machen, wozu er sich berufen fühlt. Ja. Und dann habe ich meine Firma gegründet. Ich habe angefangen, das allein von meinem Keller. Habe ich ein paar interessante Lieferanten kennengelernt in der Welt. Und in den letzten 10 Jahren ist die Firma so entwickelt, das ist heute eine der großen europäischen Firmen in dieser Offroad-Szene. Wir sind eine Wholesale-Firma, das heißt, wir importieren verschiedene Marken. Der Vorteil der Marken ist auch Firmen, dass ich auch beteilige in der Firma, zum Beispiel Alucap Südafrika. Genau, da fällt mich schon mal rüber, man sieht es im Hintergrund schon. Ja. Ich würde sagen, wenn ich Alucap kennengelernt habe, Alucap war eine kleine Firma in Cape Town mit 20 Menschen. Ich war allein in Deutschland und seitdem habe ich bei Firma investiert und heute hat Alucap schon 400 Mitarbeiter und liefert überall die Welt. Also du hast Geschichte geschrieben. Ja. Genau, das war etwas, ich bin sehr stolz darauf. Und das in der Zeit, da eilt euch der Ruf voraus, das kann man durchaus sagen, kann man überall nachlesen, gibt es zig Videos im Netz. Ja. Respekt. Genau. Und Alucap produzieren Wahnsinn Produkte. Wir haben unsere Canopy Camper. Ja. Das ist eine Art von sehr leichte Kabine. Die ist extrem populär. Das heißt, da gibt es hunderte Fahrzeuge schon, nur in Deutschland, die mitfahren. Da kann man auch hier auf dem Messegelände bei ein paar unserer Händler sehen. Wir haben Hubdächer, Dachzelten, Markisen, alles made aus Aluminium, alles made in der Fabrik in Cape Town in Südafrika. Ja. Super, zum Duschen oder als Wir haben eine Duschwürfel hier, eine Shower Cube. Ja. Cool. Genau. Wir haben verschiedene Art von Stauraum überall. Das ist ganz wichtig, dass man überall sein So alles mit viel Lachen gedacht, weil Alucap ist eine Firma, die kommt von einer Leidenschaft. Ja. Das heißt, Jeremy, der Inhaber, ist ein richtiger Offroader und wollte sein Fahrzeug bauen, genau was ist für seinen Bedarf. Und das heißt Afrika. Ja. Kann man hier zum Beispiel diese Banner sehen? Ja. Das ist von einer Reise, die wir in Botswana vor vier Wochen gemacht haben. Idee. Ihr seht hier, Expeditionsträller geht durch. Wir haben hier keinerlei Berührungsängste. Genau. Das ist eine Community, die seinesgleichen sucht. Genau. So, wir haben das Konzept von Reisen in Afrika nach Europa gebracht. Das heißt, dass Menschen in der Fahrzeuge, die leben herum der Fahrzeug und nicht drin der Fahrzeug. Das heißt, da in Europa, die meisten in Karawanszene oder die meisten Campers, die sind so gebaut, dass man drin im Auto lebt. Ja. Und das dann natürlich in unsere europäische Wetter manchmal ist auch der richtige Weg. Ja. Okay? Wir leben herum unsere Fahrzeuge. Wir haben die große Markise. Ja, das, was gut ist von dir, taktisch super. Ja. Ich versuche es dauernd zu verheimlichen, aber ihr seht, hier wird auch noch was verheimlicht. Ja. Guckt noch einmal bei Sascha, wir sind Camper, ihr habt noch zwei echte Highlights am Stand. Ja. Die sind noch verhüllt.
Guckt nachher, ich link das auf das Video, wenn Sascha mit dem Drehen fertig ist. Das genau. ist nochmal extra. Da gibt es ja ein paar Sachen, die sind wirklich weltweit veröffentlicht ja. werden heute. Oder ab 11 Uhr. Wir sind dran ja. an dir. Genau, das wird so, interessant. Ja. Okay. Was noch ist interessant, ich denke beim Genesis Import, ist, dass wir versuchen, sehr innovativ zu werden. Das heißt, unsere Firma, unsere ganzen Systeme ist sehr weiterentwickelt. Das heißt, wir arbeiten mit vielen IT-Systemen, wir bauen die um, ist dann nach unserem Wunsch. Zum Beispiel, wir haben eine Option in unsere... Den kenne ich. In unsere Website. Zum Beispiel, wenn ein Kunde möchte ein Produkt bei uns kaufen. Ja. Ich gehe nochmal rüber, bleib du drauf. Ja. Das spiegelt ein bisschen, aber da kommen wir hin. Jetzt haben wir es. Und wir müssen ein Produkt kaufen, okay? Ja. Ja. Und wir gehen an dem Produkt. Ja? Mhm. Und dann in diesem Produkt, wir haben Verfügbarkeit. Ja. Okay? Die zeigen uns im System, wir können sehen, wenn das Produkt zum Beispiel ist nicht auf Lager, kann man uns ein E-Mail schreiben. Ja. Aber wenn das Produkt auf Lager, wenn ich finde, andere Produkt, A, C, ja. C, D, okay? Da ist alles drin. Okay, wir können checken, wenn es da ist. Zum Beispiel hier zeigen uns, dass das Produkt ist nicht auf Lager. Okay, und wir drücken hier, der sagt, und wir machen Menge. Zum Beispiel, wir müssen 3 Stück. Ja? Ja. Okay, und müssen 2. Und wird uns sagen, wann wir das kommen. Okay. Das heißt, alles schon in 10, im September, das Produkt ist da. Super. Das heißt, wir haben das System, das keine andere Firma im Moment in der Welt hat. Das heißt, das besonders für unsere Händler, wenn ein Kunde ruft an und sagt, ich möchte ein Zelt haben. Ja. Bisher war der Händler immer, muss uns anrufen oder jemand checken, wann kommt was das. Wir haben das alles automatisch. Das heißt, das System sieht unsere zukünftige Lager. Ja. Auch wenn wir haben bestellt 10 wichtig. Container von einem Lieferanten, kommen jeden Monat eine. Der Kunde kann das sehen und kann sagen, okay, für August brauche ich eine, ich bestelle von die August-Container. Man hat es bei euch nicht anders erwartet, hier Leader zu sein, gerade in dieser Kultur, in der wir uns begeben. Kunst, Kultur haben wir das schon in der Allrad- und Offroad-Zirkus. Ja. Das ist natürlich very important. Genau, wir versuchen, unser System automatisch zu machen, weil wir sagen, dass für uns in unserem Markt unsere Konkurrenzen ist nicht unsere Kollegen. Ja. Die Konkurrenzen ist die große Online-Firmen, die in unseren Markt kommen und sie bieten normalerweise sehr entwickelte Systeme und sehr einfach und wir können auch selbst, wir kaufen, nur manchmal ist es einfach zu bestellen und wir müssen das unsere Kunden nicht nach Amazon schicken, sondern wir müssen das unsere Kunden auch bei uns in unsere Systeme finden, die Werkprodukte, die ganze Information von Produkt finden, was sie brauchen und auch den Bestellungsprozess muss automatisch laufen. Ja. So, das ist, da investieren wir viel und wir sehen, dass wir profitieren von, weil unsere Kunden sind zufrieden, unsere europäischen Händler finden das sehr Netzwerk gut, mit uns zu arbeiten, weil sie bekommen alle Informationen sofort und eigentlich heute ist alles Kommunikation. Alles. Digitale Kommunikation. Genau. Das haben wir auch alle gelernt, glaube ich, ein bisschen mehr, wenn manche nicht viel gelernt haben aus Corona. Genau. Viele haben gelernt, dass wir den Weg schneller einschlagen müssen, weil es nicht anders geht im Wettbewerb. Und Genesis ist, wir versuchen immer Updates zu werden. Zum Beispiel beim Corona, beim der ersten Woche von Lockdown, der war in Deutschland, wir haben die erste Online-Messe gemacht. Ich, sage, ich denke, Genesis war die erste Firma, die ich kenne. Sofort reagiert. Der hat Online-Messe. Und wir haben in dieser Online-Messe mehr Umsatz gemacht als in normale Messe. Ja, Wahnsinn. Ja, so zum Beispiel, wir haben jetzt unsere Messenkonzepte ein bisschen reduziert. Das heißt, wir gehen weniger zu Messen und machen mehr Online-Messe. Ja. Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Auch wie man sieht, Videoplatzierungen, so wie wir das machen, immer wieder mal Updates zu liefern, Produkte wirklich zu beschreiben, zu kommunizieren, das ist schön, das freut mich auch. Ich weiß noch, vor 3 Jahren war das Thema zwar da, aber nicht mit dem Nachdruck. Und jetzt habt ihr den Switch gemacht. Ja. Ja, so, super. Wir investieren viel in Videos, in Informationen. Wir haben ein Marketing, die macht nur das. Ja. Ja? Die machen nur die Sache, sie machen nicht was anderes. So, ich habe hier einen Anruf. Das ist gut, wir sind ja authentisch, du weißt Bescheid. Kann man auch unseren Stand von drinnen sehen? Ja, komm, wir gehen noch mal rein. Wir machen noch eine kleine Produktrunde. Okay. Wir wollen ja auch hier niemanden stören. Ah, herrlich. Ja. Der Ausstellertag wird ein voller Erfolg für uns untereinander, gell? Das ist eine gute Idee gewesen. Genau. So, wir haben hier Optionen hier, was so die Kunden, zum Beispiel Kunden, die interessieren sich an Fahrwerk. Wir haben so einen Stand von Fahrwerk. Sie können wirklich sehen, wie es alles im Fahrzeug gebaut. Sie können von uns Beratung bekommen. Wir haben Fachleute zum Thema Fahrwerk. Die Menschen, die arbeiten auch mit dem KBA und mit dem TÜV, weil wir unsere Fahrwerk haben alle ABE. Ja. Okay. So kann man viele technische Informationen hier bekommen. Ja.
Die Farbe kommt von Australia, von der Firma cool. Cooles Iron Man. Logo, Iron Man, mega. Genau. Auch eine Marke von dir hier. Genau, Iron Man ist auch eine Marke, die wir vertreiben. Ja. Wir haben hier unsere Kassen, hallo, unsere Informationen-Ecke. Wir haben auch zum Beispiel, wenn die Kunden hier was bestellen möchten, ja, während der Messe, es läuft alles durch unser Online-System. Ja. Okay? Wir haben Bildschirm überall und die Kunden, wir haben zwei draußen, wir haben zwei hier und wir haben hier noch einen. Ja. Okay? Das heißt, fünf Systeme, wenn der Kunde von uns beraten bekommen kann, genau, und geht zu dem System, meldet sich und kann die Bestellung machen und die Produkte werden schon zu unserer Lage heute geht und vielleicht wird schon heute verpackt und geliefert. Für beide ja. Seiten die beste Kommunikation. Und es ist vielen schon erklärt, dass die Leute durch ja. die Internetmedien gut informiert kommen mittlerweile. Oder genau. Merkt ihr das ja. ganz stark, dass die erst alles gucken, bevor sie Kaufentscheidungen treffen? Ja. Schauen, wer ist denn Genesis? Ja. Ein bisschen recherchieren, aber guck mal bei Google und gib ja. mal Genesis Import ein. Alles genau. gut. Ja, und wir haben das ganze Team hier, alle sind bereit, um Beratung zu geben. Und ja, macht. Ja. Ist halt immer top. Ich weiß, dass du Wert auf guck mal, allein einen Teppich, der überlegt bei allem, was er ja. macht. Das ist so. Das heißt, wir zum Beispiel, ich kann sagen, unser Messeaufbau mhm. hat angefangen vor 10 Tagen. Genau. Das heißt, wir sind hier von der ersten möglichen Tag bauen. Wir versuchen, wir investieren in unseren Stand. Ja. Wir nicht nur unsere Fahrzeuge so. Bringen und so. Aufmachen, schön. Sondern wir müssen eine gute Erfahrung zu unseren Besuchern geben. Sie müssen zum Genesis kommen ein und Erlebnis. Sagen, wow. Das macht uns Spaß. Und was ja? mir Spaß macht, ja. ist, dass das, was ihr hier im Video sagt, ja. auch dann eintrifft. Das ist toll, wenn ja. die Leute sagen, wow, schön, ist so ja. wie beschrieben, authentisch sein. Ja. Autarkie, auch ein Riesenthema, das ihr bedienen könnt, genau. mit LED und Solar und alles, was es das gibt. Ist etwas, das ich kann dir jetzt sagen, das ist der neue Zelt von Alucap. Einmal machen der wir hat auf, okay, wir machen auch für diesen Video ein bisschen ja, Neuigkeiten. Ja, alles extra. Der, genau, der Unterschied zwischen dieser Zelt zu der 3.1, das wir hatten bis jetzt, ja. wir haben hier Solarpanel. Das heißt, die Vorbereitung, das ist die Verkabelung mhm. und die Steckdosen für Solarpanel, mhm. oben und hinten, die sind schon vorbereitet. Mhm. Das heißt, Kunden, die diese Zelt kaufen, wir müssen Solarpanel einbauen. Sie müssen nur ihre Solarpanel bringen, die richtige Steckdose und die Verkabelung ja. ist schon dabei. Was wir hier noch haben, ist auch eine Erfindung, das ist von Alucap. Ja. Ich mache das Zelt auf. Wir können hier von den Seiten sehen. Ich kann hier einen Schlauch dazu demonstrieren. Wir haben eine Öffnung gemacht, ah, okay. Standard für ja. die Heater. Standheizungsschlauch. Ja. Okay? Von beider Seite vom Zelt. Das ist von der Information, die ich habe, das ist der einzige Zelt, der diese ja. Option bietet. Das heißt, wir müssen nicht den Heizungsschlauch durch die Fenster mhm. ranbringen, mhm. sondern es gibt schon eine Öffnung genau eine davor. Sehr wirksame Kleinigkeit im ersten Augenblick, aber unerlässlich. Ja. Das ist die Sache, dass wir von unserer Erfahrung gesammelt. Wir sehen, was ist der Bedarf genau. unserer Kunden und dann wir entwickeln weiter. Das heißt, schick. Was wir noch hier haben, ist etwas sehr, sehr lustig. Kann man von drinnen sehen. Lustig, wenn ich immer zu haben. Es heißt, ja, wir haben hier der Tisch. Ja. Ich kann hier, Nikolai. Ach, du sitzt da. Vielleicht, drin. Nikolai, kann mir kurz helfen? Können wir das einmal ja. kurz zeigen? Ja, das ist cool. Nikolai ja, ja. wird springen rein. Wir machen das easy. Nikolai, can you show the windows? Servus. Please, because I don't want to jump in. Oh yeah, yesterday we have the idea yeah. that I have to jump in, but yeah. okay. I have to hold the camera. Down. Okay. Thanks Nikolai, for your jump help. In. Now we have the first Genesis Import roof tent yeah. model. Yeah. Nikolai is our IT manager. Yeah. So. Aber auch für Spaß zu haben. Yeah. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was das wird. Ja. Schau mal hier, ja. das Tisch. Super. Okay. Und ich komme mal rüber, ich wackel ein bisschen, genau. aber das kennen die Zuschauer. Und das ist noch ein Prototyp, mhm. aber wird bald kommen. Und was wir noch toll haben, und das ist der einzige Dachzelt, die solche Optionen bieten. Upsi. Was wir hier noch haben, schau mal hier. Ah, jetzt wird okay. das Ganze zum Van Life genau. Rooftop. Genau, das ist Living Inside. Das ist eine Lounge, komplette. Genau. Ja, kannst du hier mit deinem Laptop, kannst du hier arbeiten, kannst du ein geil. Bisschen Kaffee haben. Hat noch keiner ja. gemacht, habe ich noch nie also gesehen. Nie, ja. Super Idee. Das ist Sonderoptionen der Alucap Dachzelt, der 3.R und 3.1. Das heißt für die Menschen, wir rufen jetzt auf, für alle Homeoffice-Worker, ja, jetzt Mobile ja. Homeoffice-Worker ja. zu werden. Sollen wir das Zelt nennen, als Homeoffice-Tent. Ja. Und unterwegs arbeiten, ich mache das seit 7 Jahren, ja. ist das Schönste, was man tun kann. Ja. Danke dir, Nikola. Danke vielmals. Ja, ja. Wirklich wichtig zu zeigen, ja. dass es oft so einfache Sachen ja. sind. Ja. Geile Neuheit. Ja. Gefällt mir gut.
So, ich weiß, wir könnten 3 Stunden spazieren gehen. Ja, guckt auf unbedingt. Die Homepage, guckt die Videos, wir machen sicher wieder Fortsetzungen. Aber das ist das erste tagesaktuelle Update. Wir drehen in der Früh, es wird ungefähr 15 Uhr laufen. Ich freue mich wie jedes Jahr, dich wiederzusehen. Danke. Viel Erfolg auf der AA. Danke. 2020 im Namen der Mal. Organisation. Und komm später der andere Neuigkeit hinzu. Immer. Sascha meldet sich auch. Bis bald. Bis dann. Danke. Merci, merci. Und ihr seht, Wetter bleibt standhaft bis Sonntag. Wir werden schwitzen. Ciao. Ich laufe zurück zu meinem Studio Mikrofon und mache mich auf den Weg.